Hallöchen und willkommen zu Miss Fortuna, ein weiteres Demospiel hier bei mir auf meinem Kanal. Das Ganze ist natürlich neu, ist vor kurzem rausgekommen und wir werden heute das Ganze hier einfach mal die Demo antesten. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, denn jede Handlung, die wir hier machen in diesem Spiel, hat letztendlich eine Entscheidung zur Folge. Und wir gucken mal, wir schlüpfen hier ja in der Rolle eines kleines Mädchen und sie wird wohl nicht, glaube ich, überleben, so wie ich das gelesen hatte. Wir lassen uns einfach mal überraschen und schlüpfen einfach mal in ihre Rolle und schauen mal. Ne? Also ich fand's sehr süß, wo ich das Ganze gelesen habe. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf neues Spiel. Ich hatte auch schon mal kurz mal hier getestet wegen der Soundanmischung und wir gehen auf neues Spiel. Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh? You can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. Alright. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Und damit nochmal willkommen zurück hier zu Miss Fortune. Alter Falter, das ist schon mal ein sehr, sehr süßes Spiel. Auch die Grafik, die gefällt mir sehr gut und die Stimme ist ja so niedlich gemacht, ey. Also da geht ja einem das Herz auf. Wie gesagt, wir spielen hier eine interaktive Geschichte und ja, es soll wohl ihr letzter Tag sein, da sie ja sterben wird. Und die hat ja jetzt einen Deal abgeschlossen, damit sie halt quasi, ja, wenn sie es schafft, das Glück, was sie dann bekommt als Trostpreis für ihre Mom,
als Geschenk übergeben kann. Und ja, sie ist natürlich 8 Jahre und wir spielen hier halt hier eine 8-jährige Protagonistin. Und mal schauen, wir müssen jetzt hier mit WSAD uns bewegen, aber das Spiel unterstützt auch volle Controller. Und deswegen gucken wir mal, ne? Wir müssen uns jetzt hier erstmal bewegen hier. Ah ja, mit links und rechts, gut. Grafik ist ein bisschen wischend, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme nicht so bemerkbar ist. Okay, wir gucken uns hier einfach jetzt mal ein bisschen um. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Benjamin der Fuchs. Den hatten wir ja auch im Vorspann gesehen. Mal wieder zurücklegen. Was ist denn hier? Ach, hier können wir da rausgehen oder kommen wir da woanders hin? Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Oh, ist das traurig. Mama und Papa streiten sich ziemlich häufig. Dann scheint es ja keine so heile Welt zu sein für ihr, wa? This is my diary. Nobody is allowed to read it. Want to see? Ja, natürlich wollen wir das uns angucken. Ach, Göttchen, ich spiele gerne viel mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit ihnen. Das macht Spaß. Hallo, Tagebuch. In der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und habe Babsi gesprochen und was gehört. Wer ist eigentlich Babsi? Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Ich glaube, er heißt Benjamin. Hallo Tagebuch, mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich bin so traurig. Er hat mich hübsch gemacht, aber ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint, aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich, kein Märchen. Yorks forever. Das ist nicht gut. Hallo Tagebuch. Ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben? Benjamin der Fuchs. Ich habe mich besucht, als ich draußen gespielt habe und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm und ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen, aber auf eine gute Art. Dann rannte ich weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. Scheiße, das ist ja wirklich echt keine heile Welt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das kleine Mädchen, die im Alter von 8 Jahren ist, scheint schon echt gut zu wissen hier, was falsch ist und was richtig ist. Weiß die Papa nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt? Ich will nie so werden wie mein Papa. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Sushi ist auch lecker. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Ich verstehe uns dann nicht gut, das ist verwirrend, aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboy-Hut. Mein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Ich habe ihm ein Bild gemacht, das ich ihm gegeben habe. Oh Gott. Ein Geist? Kann es sein, dass sich diesen, also so einen sogenannten imaginären Freund sich einbildet, weil sie einfach vielleicht von ihrer eigenen Familie keine Liebe erfährt? Hallo Tagebuch. Weil ich habe aus der Schule
super glänzt und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Ich finde Weihnachtskarten hübsch, aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Wenn ein Mann jedem einem Geschenk geben könnte, warum kann er denn armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was traurig und macht, mit Glitzern bestreuen kann, damit es hübsch aussieht. Das macht mich ein bisschen weniger traurig. Hallo Tagebuch. Heute habe ich mit Oma Tomate gepflückt. Oma Tomate gepflückt. Das roch so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen, habe zwei Tomaten gegessen und dann war ich satt. Hallo Tomate. Also, oh Gott, hallo Tomate. Jetzt komme ich schon durcheinander. Hallo Tagebuch. Mit meinem Dreirad gefahren, haben kein Geld für den Fahrrad. Ich habe direkt in die Sonne geguckt und ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken soll. Ja, man sollte schon eine Sonnenbrille tragen. Heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefühlt. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen, aber ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. Also den lieben Fuchs. Also ich mag den Benjamin wohl sehr. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war. Die Zeit vergeht so schnell. Der Kuchen sieht lecker aus. Halloween. Halloween-Kostüm. Kleine Fuchsdame. Auch niedlich. Jetzt haben wir uns einmal das Tagebuch durchgelesen und sie schreibt wirklich alles nieder, was sie so erlebt und wie sie sich auch ausdrückt, ist schon echt, ja, sie weiß schon so Bescheid so über einiges, aber ich denke mir auch mal, sie hat da, was diesen, hier, diesen, wo jetzt betrifft, könnte vielleicht ein imaginärer Freund sein, weiß man jetzt aber natürlich. I love my coloring book. Oh, was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit, lass hier für Babs. Ja, wir können wieder hier interagieren. Ja, wie gesagt, das ist ja eine Interaktion oder eine interaktive Geschichte. Finde ich immer gut. Ja, komm, wir nehmen das Malbuch mit. Warte mal. So. I'm gonna take it with me. If I get bored, okay? Ja, alles klar. Nimm mir einfach mit. So, pack das mal ein. So. This is Babsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. Ich finde den Voice-Sprecher auch so geil, die sich hier mit eingefügt haben. Also, boah, richtig cool. Und Babsy ist ein Bär. Gut. Ich hab gedacht, ihr habt irgendwie, Babsy wäre vielleicht ihre beste Freundin oder sowas. Aber, nice. Und Babsy hat ein kaputtes Auge. Ach, nur Ding. This is Babsy. Okay. The Guardian. You see his eye? He got that... A monster? It was. Babsy. This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? Das haben wir ja jetzt so mittlerweile gesehen, ne? I love my coloring book. Was machst du mit dem Malbuch? Malbuch mitnehmen, haben wir doch auch schon mitgenommen. I'm gonna take it with me if I get bored, okay? Ja, ja. So. Sehr schön gemacht. Ich finde es echt sehr schön gemacht. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Über den hat sie ja auch viel geschrieben in ihrem Tagebuch. Und was hier noch ist, was hier noch so umherliegt. Look, I made these paper dolls myself.
This is Kimberly, and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Ah ja, sehr interessant. Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly, and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Kimberly und Steven. Like later. Ah ja, das ist ihr Glitzer, was sie ja im Tagebuch geschrieben hat. Und immer wenn sie traurig möchte, macht sie überall Glitzer drauf. Mit Glitzer N. Glitzer werfen mit F. Hey. Mal gucken. Ah! Glitter geworfen. Sehr schön. I like to move my body. Mm-hmm. It's the music that goes on forever. Oh, jetzt tanzen wir. Yeah. Ja, ab zum Supertalent, ne, würde ich mal sagen. So, was haben wir hier noch? Achso, da haben wir ja den Fuchs. Was ist das denn da? Was ist denn mit dem Einhorn? Können wir uns das auch angucken? Ne, können wir uns nicht angucken. Aber wir können uns halt quasi nur das angucken, wo das Auge drauf fällt. Den Schrank vielleicht auch nicht? Ne, doch jetzt. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Das ist aber sehr mutig von dir gewesen. Finger zeigen und dann kam das Monster nie wieder. Muss man erstmal schaffen, man muss ja auch Mut haben. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... Welches Spielzeug möchtest du mitnehmen? Stein? Einhorn? Stein oder Einhorn? Das ist eine schwierige Frage. Aber wir nehmen das Einhorn mal mit, wa? Oder? I choose my soft and beautiful unicorn. Perfect. You can never go wrong with a magical unicorn. I know, right? Ah. And so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shadam! Happiness to everything! Schön. Einfach hey, niedlich. You, on the other side of the screen, remember I told you she was going to die today? Let's keep that a secret between us, alright? Oh, das ist aber traurig. Das ist schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, ne? Das Spiel ist gleichzeitig süß, aber auch irgendwie traurig, ne? Wenn man bedenkt, dass es ihr letzter Tag ist und das für eine Achtjährige. Ach Gott, ey. Ach, hier ist so ein Porträt. Könnte vielleicht die Oma sein, ne? This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Das ist sowas von letztes Jahr. Sehr schöne Antwort. Und die Obertrick. Um Alter passiert das schon mal. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did Mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Shift, halte Bewegung und rennen. Ah, okay. Au! Oh, please don't fall down. Bitte nicht. Oh Gott. Damn it, it's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry, you can trust me. Okay, thank you. Ja, das war jetzt ein kleines Missgeschick. Maybe I could try to fix it. Rote Vase reparieren. Machen wir mal. Geht das vielleicht? I'm gonna do it. I'm doing it. Ui, okay, wir müssen die Vase jetzt reparieren. Alter. Oh? Okay. Und, ich... Irgendwie...
Ist ja doch nicht so einfach. Soll ich ja alles mal so ein bisschen ausprobieren, wa? Wollen wir auch irgendwie was drehen? Nee. Auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall dahin. Das ist doch richtig, denn. Hä? Kann er mich veräppeln? Wie, das soll so sein? Na gut. Habe ich nichts gesagt? So, was haben wir denn hier noch? Also das ja vielleicht irgendwie daran? Und dann ist das natürlich hier verkehrt. Da hin. Und dann kommt das hier so ran? Aha, wir sind schon auf einem guten Wege. Das kriegen wir schon gebacken hier. Wäre ja gelacht, oder? Zack. So, zwei Teile noch und dann ist die Vase vielleicht wieder. Heile. So. Maybe I could try to fix it. Ja, komm, wir haben sie doch gerade zusammengesetzt, oder nicht? I'm gonna do it. I'm doing it. Super. Haben wir die nicht gerade eben zusammengesetzt? Machen wir dann eben nochmal. Oder sonst nichts. Da, das kommt dahin. Das kommt daran. Moment mal. Moment mal. Und hier hin. So. Warte mal, bin ich ein bisschen, glaube ich, durcheinander, oder? Kommt da ran. Und hier hin. War das genau. Also, ja. Man muss erstmal die ersten drei in der Mitte da irgendwie so ein bisschen fixieren. Das ist gar nicht so einfach. So, und nun? Habe ich das doch? Brauchen wir irgendwie Kleber oder irgendwas? Maybe I could try to fix it. I'm gonna do it. I'm doing it. Ach, auf ein neues. Muss ja irgendwie... Irgendwie muss das ja zusammenhalten, ne? Da sollen wir es vielleicht gar nicht reparieren. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber wie gesagt, gebe da noch nicht auf. Hier glaube ich hin. Zack. Zack. Jetzt habe ich langsam Routine hier drin. Jetzt geht das schon ein bisschen schneller vonstatten. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Okay. Wie wäre es denn hier? Sagen müssen wir, ich habe zuerst gedacht, wir müssten die Blume unter diese Fragmente irgendwie packen, aber und wir haben es geschafft. Mommy said she married daddy because she was expecting me.
She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Yes. Yes, of course. Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. Ja, denn. Pizza! My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was so sad. Die Stimme ist so niedlich gemacht, ne? Also, boah. Okay, gut. Jetzt sind wir hier fertig. Oh, die Küche. Alter. Oh. It smells like cigarette in here. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Okay. Oh! Oh, dead rabbits again? When will Daddy learn to like them alive? Ach du Scheiße, wieso? Was sucht denn diese Hasen da drin im Kühlschrank? Oh Gott. Zumach den Scheiß. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Sieht aber komisch aus. So ein Skelett da drin. Oder die scheint da... Wollen wir mit der reden? When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. Nee. Also nimm dir bloß an deine Mom kein Beispiel, dass du ein Safttrinkerin bist, weil das ist kein Saft, Kleine. Das ist einfach kein Saft. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and Daddy actually said hi to me. Okay. Scheint wohl sich nicht so viel um ihre Tochter irgendwie zu kümmern oder irgendwas. Oh, was ist das denn? Yay! Happiness to the soup! Glück für die Suppe! Ach, ist das niedlich. Was müssen wir jetzt hier eigentlich genau machen? Das That's today! 11. Oktober haben sie da. Okay, müssen wir jetzt hier rausgehen? Mami sagt, dass du gehst. Ja, nein. I'm going out to play, Mommy. Scheint dir scheißegal zu sein, irgendwie. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. Guten Nachmittag, morgen. Ach geil, er ist eine 8-Jährige, aber es ist so geil gemacht, einfach das Spiel. Remember Benjamin the Fox? This is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. What? A fox criminal? That's silly. Unsere Kleine scheint sehr naiv zu sein. Aber wenn es nur mal ihr Freund ist, ist es nur ihr Freund, ne? This bowl smells like a toilet. Because I pee on it. That is disgusting. It was disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. Ey, vielleicht sollte man das Wasser mal auswechseln, ne? Da ist das schön, wenn das dann so duftet. Alter. This is where Daddy often sleeps. Daddy?
Nee, also ihr Vater schläft oft im Auto, also das heißt, die Familie ist alles andere als schön. Kommen wir halt nicht weiter, weil der Baum da steht. Okay. Ach, wir können ja sogar laufen, habe ich ja vergessen. Läuft aber ein bisschen komisch, ne? Ja, was ist denn? Ach, ein Kätzchen. Hallo, Kitty. Hier, komm. Komm, Kitty. Kitty, Kitty. Kitty! Ist aber ganz Kitty, schön. don't go! Ist ja giftig. Damn it. I never get to pet the sweet animals. Dass niemals die süßen Tierchen streicheln. Das ist ja schade. Hätten wir hier So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, Jesus. There is no right or wrong, only consequences. Okay. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. All right, I can do that. Okay, unsere nächste Aufgabe ist hier Look to also the left, look to the right. Any course? No. Straße zu Okay, I'm gehen. going. Also sagen wir, unsere nächste Aufgabe ist jetzt hier über die Straße zu gehen und unser Voice-Sprecher schon sagt, es gibt hier weder richtig noch falsch, deswegen ja auch die Entscheidungen, die wir hier treffen, dass die dann halt irgendwelche Auswirkungen haben. Das ist genauso wie Life is Strange oder halt auch andere Spiele. Nice. Ja, dann gehen wir mal über die Straße, wa? Oh. Ach du Heilige, was ist das denn? What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. All right. Okay, da war ja auch so ein komisches, sich nicht Kreis auf dem Fußboden. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Ein müder Vogel. Harry ist leider tot. Oi, was ist los? Das ist jetzt weggeschmissen. Papier? Ach du Scheiße, noch mehr müde Vögel. Und sie macht überall Glitzer drauf. Ach, wir sind schon durch mit der Demo. Oi, das arme Häuschen da hinten. Und Glitzer. Satellit kommt von oben runter geflogen. Was ist denn da los? Erde bis Fortune. Danke, dass du die Demo von Little Miss Fortune gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat das Spiel ehrlich gesagt wirklich Spaß bereitet. Es ist irgendwie, es ist echt was zwischendurch so, was richtig Nettes. Und ich mag ja solche Spiele, wo man ja auch so interagieren muss, wo man beziehungsweise halt Entscheidungen treffen muss. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Wir haben jetzt die Demo erstmal angetestet. Wenn es euch natürlich auch gefallen hat, die Demo, dann kauft euch das Spiel. Ich meine, das kann man ruhig schon mal machen, ne? Ihr seht ja auch hier im Fernsehen hier, Blick, was da alles noch einen erwarten wird. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, was da noch passiert, ne? Also jetzt interessiert es mich irgendwie doch sehr. Ja, gut. Wenn es euch das Spiel gefallen hat, die Demo, wenn ihr auch auf dem Säuer steht, dann lasst doch
das Video einen Daumen nach oben da und schreibt mir euch in die Kommentare, ob ihr sowas auch mögt oder nicht mögt, ob das nicht so euer Fall ist. Kann ja alles möglich sein, könnt ihr ruhig hier mitteilen und ja, wir sehen uns dann in einem anderen Video halt wieder, ne? Entweder bei Dragon Ball Legend oder halt bei Life is Strange oder bei irgendwelchen anderen angespielten Videos oder was auch immer hier auf dem Kanal so passiert. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Storm, gehabt euch wohl.